Moin Freunde, willkommen zu einer neuen Folge bei Valiant Hearts. Ich habe erstmal ein bisschen hingespielt, weil die Speicherpunkte sind manchmal nicht gerade angenehm. Aber ist ja egal, war ja nicht so viel. So, jetzt wollen wir nochmal die Puppe nach oben. Vielleicht klappt das ja schon. Nee, das klappt so nicht. Dann müssen wir den Wagen nochmal hier hinstellen. Das könnten, ne, der Wagen brennt ja schon, weil wir brauchten den Rauch hier für den Schützen, für den Maschinengewehr, dass unser Kollege da oben, unser bester Kumpel, der da oben weiter konnte. Jetzt geht erstmal kleine Rätselraten weiter. Wie kriegen wir den Flammenwerfer-Typen da oben los? Also weg. Hier ist noch eine Leiter, davon sind wir glaube ich gerade erst gekommen. Von der letzten Folge, ja. Okay, dann wollen wir mal gucken. Irgendwie müssen wir den Hund da oben hinschicken. Kann man den Typen eigentlich nicht übernehmen quasi als Charakter. Vielleicht ist hier noch was drin, was ich übersehen habe. Ne, hier sind nur die Strohpuppen, die er braucht, um zu üben, quasi. Na, die sind nicht gerade leicht, solche Dummies. Oh Gott, das geht ja schon echt gut los. Nein, du sollst nicht darunter. Vielleicht müssen wir ja da hoch. Moment, da ist noch was. Nee, da war glaube ich so eine Erinnerung dran. Auf jeden Fall da war der Schütze, der ist jetzt weg. Weil wir einen Rauch dahin geleitet haben. Vielleicht muss der Hund noch was machen. Nee, da kann der auch nicht rauf. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen verplant bin. Verpeilt bin. Ja. Also wenn wir die Puppe da hochfahren, dann ist sie ruckzuck zu Asche. Dann hat der keine Sch Zeit. Oder müssen wir den Hund dahin tun? Nee. Ich liebe solche Anfänge. Nämlich gar nicht. Okay, dann müssen wir mit dem Rauch noch was machen. Glaube ich zwar weniger dran. Ne, geht auch gar nicht. Oh Gott, ey. Ist das nervig. Die Puppe hatten wir ja schon mal nach oben gefahren. Dann war die ruckzuck zu Asche. Irgendwas übersehe ich. Vielleicht kommt jetzt die Brieftaube und hilft uns mal. Wenn wir nicht weiterkommen, das ist ja eine gute Sache. Wenn du wirklich nicht weiterkommst und du von alleine nicht drauf kommst, da gibt es immer noch ein bisschen Hilfestellung. Oh, süßer kleiner Baubau. Nein, das war die verkehrte Taste. Entschuldigung, man kann ja auch leider nicht umbelegen, habe ich schon mal geguckt. Wie ihr vielleicht wisst. Oh Gott, wir müssen irgendwie eine Dynamitstange dran. Ah. Wieso konnte man den Hund eigentlich nicht befehlen? Hund, geh auf den Aufzug oder auf die Plattform. So, nein, was machst du? Irgendwie müssen wir die jetzt anzünden. Das war wieder mal nichts.
Aber zum Glück gibt es genug Dynamitstangen. Das war auch nichts. Der Hund fühlt sich auch langsam irgendwie verarscht. Ah. Sehr gut. Nehmen wir noch mal die Dynamitstange mit. Was ist jetzt mit den anderen Kollegen? Ja, werden wir gleich sehen. Gute Nacht. Nichts drin. In Schränken sind ja normalerweise Erinnerungen drin. Steht da einer? Wenn ja, nicht gut. Wenn ja, nicht gut. Aber hier ist eine Erinnerung drin, ne? Und was ist das? Deutscher Ring. Ein Eisenring mit der Inschrift Gold gab ich für Eisen. Dem Mann im Rahmen eines deutschen Programms zur Kriegsfinanzierung im Tausch gegen wertvolle Gegenstände erhielt. Ah ja. Tauschgeschäft. Da muss der andere dran zum Buddeln. Wenn er, glaube ich, nach hinten geht, kann man den umhauen, oder? Jawohl. Gute Nacht. Träum schön. Hier haben wir auch eine Erinnerung. Gaskocher. Ein Gaskocher, um Essen oder Räume aufzuwärmen. Nicht gerade die beste Lösung. Wenn man versuchte, das Treibstoffdepot für Flammenwerfer damit zu beheizen. Ja, das glaube ich, das kommt wirklich nicht gut an. Also ein Treibstofflager, das macht ganz schnell eben mal bumm. Nix drin, nix drin. Das hat doch keinen Sinn. Ei. Ja, mein kleiner Wauwau, ich weiß, du kommst da nicht durch. Oder kommt er da hinten durch? Okay, wenn die Tür aufgehen sollte. Nein, geht nicht. Müssen wir das Ding in die Luft jagen? Könnte ich mir vorstellen. Nee, war verkehrt. Ja, die Tür müssen wir wahrscheinlich in die Luft jagen. Dadurch das Feuer. Okay, dann wollen wir es mal versuchen. Versuchen wir ja klug, ne? Jo, das hat funktioniert. Geil. Nehmen wir nochmal eine Dynamitstange mit. Ist das richtige Taste gewesen? Wieso hat er nicht gemacht? Ah, egal. Sehr schön. Kamen wir doch weiter ohne quasi Hilfe. Da ist er ja, der Idiot. Oh oh. Wow. Ich glaube, der mag uns nicht. Ich weiß zwar nicht wieso. Aber das sagt mein Gefühl. Der mag uns nicht. Und nun? Ah ja, ihr seht schon. Die Dynamitstange da hinlegen, wenn wir nicht da rausgekommen sind gerade. Ja, und ich weiß, du bist da. Mein Freund. Ach nee.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, wie das gemeint ist. Nur, wir müssen dann einen größeren Bildausschnitt haben. Nein. Okay, aber dafür müssen wir eigentlich Feuer haben. Außer ist das Ding so heiß, dass das dann, dass die Dynamitstange von automatisch anfängt zu brennen. Na, das war nicht gut geschmissen. Okay. Da ist noch was. Oder müssen wir das da irgendwie... Ja, ich glaube, die Tür müssen wir aufsprengen. Da müssen wir die Dynamitstange durch das Feuer. Ja, ich mache meine Gedanken immer laut. Dann klappt es meistens auch besser. Jawohl. Und jetzt schnell durch die Mitte. Ja, jetzt weiß ich weiter. Okay. Da war der erste Gedanke doch nicht der verkehrte. Außer es ging wieder aus. Oh. Da müssen wir das perfekte Timing abwarten, meine Freunde. Das heißt, wenn der drüben ist, bei uns auf der Seite ist, jawohl, direkt perfekt. Haha, ja, das wäre mal geil. Sau auf, kein Pardon. Ach, typisch deutsch. Yeah. Ja, kannst du richtig sagen. Da hast du richtig gemacht. Yeah. Das war cool. Okay, dann sollen wir mal hier hochgehen, wo der stand. Vielleicht gibt es ja noch eine Erinnerung. Nee? Nee? Okay, leider nicht. Was hat er jetzt schon wieder vor? Oh, 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 oh. Der will uns doch nicht rösten. Ich schmecke nicht. Davon geht ja eine Fleischvergiftung. Oi, perfekt. Okay. Na, ob das so einfach wird, wie ich das mir vorstelle. Na, das ist... Da ist was im Weg. Ah, der Hund. Okay. War doch einfacher, als ich dachte. Jo, perfekt. Perfekte Landung. Gold. Gold. Ja, hopp, du Feigling. Du hast sowieso keine Schnitte. Elektro-Titte. Entschuldigung, das war ein Song von Gronkh und Sarazza. Ich auch schon ein paar Jährchen alt. Müssen wir jetzt da rauf? Weil wir es noch verschieben können. Hallo, Mama, Emma. Ah. Hey, gut gemacht. Oh oh. Oh, Scheibenkleister.
Na, sie wär's mal kurz in Sicherheit. Ach du heiliges Kanonenrohr. Da sitzen wir jetzt in der Mausefalle. So, jetzt sind wir mit den anderen Kollegen unterwegs. Müssen wir schnell hin. Unsere Kameraden befreien. Der Weg ist ja frei, den haben wir ja schon frei geräumt. Mit Gegner, oder? Nee, doch nicht. Oh. Drei Mann. Aber nicht in ein Boot. Ja. Der liegt auch noch am Schlafen, ist auch noch am Schlafen. Oh Gott, ey. Oh, das ist doch etwas komplizierter und schwerer, als ich gehofft habe. Guter Rat ist teuer. Habe ich auch nichts übersehen? Um was zum Ablenken ist, für zum Ablenkung führt. Vielleicht kann der hier was mitnehmen. Ah ja. Stimmt. Da war ja noch was zum Buddeln. Ich erinnere mich jetzt gerade auch noch daran, wo ich das gesehen habe. Oh Gott, ich hoffe, das geht gut. Ah, da liegt was. Eine Blaupause. Bauplan. Der Bauplan der letzten Erfindung von Annas Vater. Ein Viertaktmotor. Das ist mal eine Maschine. Was zum Teufel ist das? Also heutzutage ist das eine ganz normale Sache, ein Viertaktmotor. Dreitaktmotor, Viertaktmotor. Auch wenn das schon wieder auch nach der Vergangenheit gehört. Heute ist ja Elektromobilität sehr groß im Kommen. Wie damals die Verbrenner waren. Von Mercedes-Benz. Von Herr Benz. Herr Benz hat eine Tochter gehabt und die hieß Mercedes. Deswegen gibt es den Namen Mercedes-Benz. Lach du mal, du Affe. Na, warte. Ich glaube, wir müssen den damit. Aber dafür müssen wir das Feuer haben. Nein. Nein. Ja, man muss genau den Winkel treffen. Jawohl. Wenn das so funktionieren sollte, bin ich ja glücklich. Oh Gott, das war zu spät. Oh, wo hat er uns jetzt zurückgeschmissen? Ah, dahin. Okay, das geht ja noch. So, die Folge ist ein bisschen länger, weil ich möchte den Kampf erst beendet haben. Wir wissen ja, was gemacht werden muss, um den Idioten aufzuhalten. Das war ein Treffer. Nein, das war ein verkehrter Winkel. Entschuldigung. Ach, jetzt muss er abhauen. Aber den Winkel muss ich einhalten. Gut, das weiß ich Bescheid. Nein, das war zu wenig.
Oh, das war richtig irgendwie. Doch. Zum Angriff vorwärts, Marsch und haut ab. Oh oh. Das ist ein Pulverfass. Oh shit. Da geht der ganze Berg in die Luft. Ups. Tja, Dynamit ist mächtig. Ja. Fallen Hearts, The Great War. Speichere. Gut. Kapitel 3. Enttäuschte Hoffnung. Ich weiß nicht, wie viel Kapitel das hat. Aber muss ja auch nicht mehr so lang gehen. Ja, und wie wir dann fliehen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Bond ist raus. Bis zum nächsten Mal. Adios.